Herzlich willkommen zurück zu meiner 86. Folge Let's Play Victoria 2. Wir sind kurz vorm Ende und wir werden Deutschland noch einmal demütigen und ihnen dieses Mal Osthannover wegnehmen. Hätte ich ganz gern. Da gehört Hamburg dazu. Das ist Holstein. Ah, okay. Und Bremen. Eher große Regionen sollten das sein. Sollten das sein, sage ich da jetzt mal. Sind sie aber nicht. Naja, so eine großartige Region ist es dann auch wieder nicht. Na gut, soll sein. Aber mit Helgoland sollte es eigentlich ganz gut werden. Apropos Helgoland. Da müssten wir eigentlich unsere... Ja, unsere Kultur müsste da relativ schnell durchgehen, weil keine von denen, die dort sind, sind irgendwie... Ah, britisch ist eine Kernkultur dort auch. Schade. Wie ist das mit Irisch? Irisch aber nicht, oder? Gut, also die Iren können wir immerhin in unser Reich einbauen. Und die ganzen Einwanderer, die hinkommen, die ganzen Norditaliener und Rumänen und was weiß nicht was alles, werden auf jeden Fall auch integriert in unsere Kultur. Na gut, vielleicht nicht perfekt schnell, aber doch schnell genug. Wie schon gesagt, wir haben einen kleinen Krieg gegen Deutschland und das Osmanische Reich. Schauen wir mal, was passiert. An und für sich sollte das eine relativ schnelle und knackige Sache werden. Vielleicht nicht ganz so schnell wie der letzte Krieg gegen Großbritannien. Der war doch ausgesprochen kurz. Das hätte ich nicht erwartet damals. So, die Grenze zu den Osmanen werden wir etwas stärken. Und hier werden wir mal ein bisschen was erobern. Malonien ist auch noch eingeladen worden zu unserem Krieg, weil die grenzen da gleich an Luxemburg und ich hoffe einfach, dass sie mit diesen 33.000 Mann einfach Luxemburg erobern. Und dann hoffe ich, dass sie keine Durchreise für ihre Truppen kriegen, weil dann stehen sie uns nur im Weg sonst. Ja, da haben wir 28.000 Mann mit den Nein, da. Dann gehen wir mal daher. Vielleicht gehen wir sogar nach Mannheim. Ich fürchte, die Mainzer werden wir nicht mehr retten können. So. Na schauen, da kommen ja doch noch einige an deutschen Truppen. Das heißt, es war schon ganz gut, dass wir da noch ein paar Truppen in der Hinterhand halten. Nach Dresden. Diesen Teil werden wir trotzdem relativ schnell erobern. Bus. Chemnitz. Stettin. Danzig. Gut. Leipzig ist auch gut. Schauen wir mal, was passiert. Gut, wir warten mal. Solange wir nicht angegriffen werden. Ah, das ist eine große. Da machen wir einmal die Schlacht von Tübingen. Okay, wir helfen gerade Dings. Württemberg gegen seine Rebellen, auch nicht schlecht. Nürnberg, du gehst weiter nach Würzberg. Matto ist auch okay. Karlowatz. Okay, du wartest da. Da scheint nichts zu passieren dabei einmal.
Wie oft wir Bosnien schon erobert haben, ist ein Wahnsinn. In diesem Spiel. Und es gehört uns noch immer nicht. Sehr gut. Auch gut. So, in Heilbronn haben wir noch mehr würzburgische Rebellen entsorgt. Soll sein. Nicht die deutschen Truppen hin, die in Berlin gestanden sind. Das sind nicht die, die sind von der anderen Seite gekommen. Gewonnen. Weiter nach Allenstein. Halle, Berlin, gut. Wir gewonnen, auch nach Königsberg. Auf nach Sarajevo. Ha, sehr schön, 5000 Mann. Genau sowas hätte ich, habe ich immer gern. Okay. 5000 Mann waren nicht wirklich eine Herausforderung. Das sind 6000, na gut. Ich glaube, das sollten wir auch schaffen. Küstrin auch gewonnen. Eine Luca. Ja, was haben wir denn gerade gemacht? So. Angekommen, Dubrovnik angekommen, Bihać gewonnen. Livno gewonnen. Gewonnen. Hier geht es mal danach. Ja, hier gehört es noch im Hafen, ist jetzt noch relativ schwach. Ist okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Mal eben mit. So, warte mal, die gehen nach Meiningen. Sehr gut, da können wir mal. Ah, so viele Sachen auf einmal. Hilfe. Hier geht es auch nach Meiningen und helft denen mal. Erfurt ist okay. Ich überlege gerade, ob man die auch nach Meiningen schicken sollen, aber nein, ich glaube, das werden wir schon so schaffen. Murzuk, Schwerin, Uchinje, Halle, okay. Seine Menge, der bleibt da auch stehen. Miksic ist auch gut, Liberani ist auch gut.
Monster gewonnen. Auch noch Foka. Blitzwalk gewonnen. Du bleibst mal da. Königsberg haben wir die Schlacht gewonnen. Ich glaube, jetzt können wir diese 35.000 auch auf die andere Seite stellen. Anstein war aber nicht sehr schwer zu erobern. Gut. Okay, Prenzlau. Okay. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ah, und da dürften wir auch gewinnen. Wir wurden angegriffen. In Hamburg, na okay, das werden wir überleben. Ja, Nixitsch gewonnen. Wo auch immer das ist, er da. Foka ebenfalls, da sind wir eben schon. Ist okay. Tustler. Ebenfalls. Nochmal die Pascha. Dann haben wir auch gewonnen. Sehr gut. Meiningen haben wir auch gewonnen. Dann haben wir noch irgendeinen Wirtschaftswissenschaftler. Gotha. Ja, warte mal, gehen wir nach Weimar. Da fliehen die Deutschen hin, dann sind wir die mal los. Okay. Ist auch okay.
Das Problem ist, unsere Dings, unsere Infamie ist so hoch. Wir können gar nichts Neues neu verlangen. Ich würde gerne Deutschland viel weiter auseinandernehmen, aber mit dem hohen Infamiewert geht das einfach nicht. Also zumindest nicht, ohne dass uns alle anderen angreifen dann. Okay. Ist auch okay. Dessau. Tja, und tatsächlich Luxemburg wird auch erobert. Schauen wir mal, wie schaut das aus mit dem Krieg derzeit? Wir sind auf 19% erst. Ja, wir haben noch nicht einmal Berlin erobert. Und sie sind Schlachten eh aus dem Weg gegangen. Derzeit. Ein paar Osmanen haben wir bis jetzt gehabt, die, ja, die kümmern sich eher da um die Griechen. Es war eine gute Idee, Griechenland einzuladen. Da werden die angegriffen und wir werden in Frieden gelassen. So, Sarajevo ist ebenfalls unseres. Nachdem wir das haben, weiter nach Skoda. Holen sich hier mal nach Skandinavien. Da ist ein Teil von den Truppen von den Deutschen. Die sind darauf zu den Skandinaviern. Das ist ja cool. Ja. So Verbündete sind schon sehr praktisch. Mit etwas Glück verlangt Skandinavien nämlich Dänemark frei. Das können die, glaube ich, frei. Sehr gut, das ist unser erstes. Ist unsere erste Provinz, die wir erobern wollen, die wir jetzt erobert haben. Okay. Ah ja, in den Gör. Sammelt sich das neue Ding. Gut aus. Na okay. Das sind 48.000 Mann. Nein, die wollen wir nicht angreifen. Machen wir das folgendermaßen.
Immerhin, jetzt haben wir 28%. Durch das, dass wir Berlin erobert haben. Gut, war dann. Da haben wir mal ein paar Osmanen erledigt. Ich werde jetzt einmal das sitzen. Hier geht es nach Siert. Okay. Lauenburg. Auf nach Kiel. Okay. Ärgerlich. Ja, das mit den Spaniern müssen wir wohl ertragen. Göttingen haben wir auch gewonnen. Ah, stopp, 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 stopp. Schnell angekommen, Göttingen gewonnen. Okay. Oh, okay. Okay, das werden wir wohl überleben. Da haben wir einen toten General. Ich will jetzt nicht unbedingt den besten reintun. Stade gewonnen. Dann auf nach Bremen. Du bist weiter nach Stade. Bis heute nach Lüneburg. Ah, okay. Hannover gewonnen. Okay. Wir gehen nach Braunschweig. Ich habe es befürchtet. Dort habe ich weniger Handhabe über sie.
Das ist okay. Kiel. Die Truppen sind auch irgendwo hingegangen. So ist eigentlich egal wohin. Da. Ups. Das sind jetzt viele. Jetzt habe ich euch. Ha. Jetzt habe ich euch, jetzt habe ich euch. Schlacht von Florina. Das war eher eine Materialschlacht. So, wohin rennen die? Nach Grevena. Auch nach Grevena. Mit etwas Glück. Knut Wichsel. Der hat aber einen lustigen Namen. Knut Wichsel. Ein schwedischer Ökonom, der den Begriff des natürlichen Zinssatzes in der ökonomischen Theorie einführte. Okay, nein, zu viel Text. Schwere Artillerie haben wir auch. Eine faschistische Zeitung. Na toll. Unterschicht oder Mittelschicht faschistisch machen? Machen wir die Mittelschicht. Wir haben mehr Unterschicht als Mittelschicht. Gut, Edessa haben wir wieder erobert. Ups, das war jetzt ein Fehler. Na gut, das war abzusehen, dass wir so einen Fehler jetzt irgendwann mal machen würden. Lauenburg haben wir auch erobert. Na, hier bleibt es dann noch. Oh, wow, Wahnwitz. Ganz schön viele Truppen, die die da aufgesammelt haben auf der Seite. Aber Skandinavier haben auch ein paar Truppen darüber geschickt. So gesehen, die machen das schon. Die machen das schon. Was soll schon viel passieren? Ja. Ich glaube, ich werde für heute Schluss machen. Oder? Schaffen wir es noch diesen Frieden? Ja, wir sind bei 60%. Eigentlich hätten wir genug schon. Aber es wäre mir irgendwie recht, wenn irgendjemand noch einen Kriegs... Wir machen einfach weiter mit dem Krieg. Und hoffen... Ja, es wäre mir irgendwie recht, wenn mir da jemand helfen würde gegen diese Typen. Danke im Übrigen Griechenland für die Hilfe. Grr. Das Problem ist, ich kann keinen Kriegsgrund mehr hinzufügen. Das würde meinen... warte mal, wir können die Arbeitslosenhilfe erhöhen. Das ist gut. Diplomatie... Ich kann sowieso nichts dazu fügen, weil ich nicht... Freies Volk kostet 7,5. Befreites Land kostet 11. Bist du wahnsinnig. Marionettenstaat entlassen kostet 2,5.
Das wäre knapp an der 25er Grenze. Erniedrigen 3. Da hätten wir knapp über 25, wenn wir das machen. Da hassen uns dann alle. Fuß abreißen. Weltgeltung reduzieren. Kostet 13. Bist du wahnsinnig? Was bringt den Niedrigen eigentlich? Sie verlieren 30 Prestige. Echt jetzt? Das war's? Mehr nicht? Wir gewinnen 5 Prestige. Na super. Wäre schön, wenn wir den Krieg einfach weitermachen und mit etwas Glück verlangen die Griechen diese Inseln. Oder Skandinavien verlangt irgendwas. Das gibt es ja wohl nicht, dass die alle nichts wollen. Kann ja wohl nicht sein, oder? Ich sehe das immer in den anderen Let's Plays, die führen dann immer Kriege bis zum geht nicht mehr. Die eigentlich noch alle recht gut beieinander. Oh. Geht klar. Hier gibt es ja auch kein Dings. Na gut, wir sind in diesem Krieg definitiv im Vorteil, obwohl wir im Gebirge sind. So, warte mal, habe ich den richtig weggemacht? Kann ich den nicht noch rückwärts ziehen? Magdeburg. Okay. Bremen haben wir auch gewonnen. Hey, das finde ich cool, was die da machen. Durch das, dass sie versuchen, da durchzurennen, greifen sie da die Typen an, die bei mir sind. So, jetzt hier hin nach Lüneburg. Du gehst zurück nach Wien, erste Armee. Und bleibst dort bis zum Ende des Krieges. Du bist auch noch wieder weg.
Hervorragend. Sehr gut. Und jetzt da. Du gehst auch weiter. Ich sollte mir vor denen in Janina sein, oder? Nein, wir folgen ihnen nicht nach Minden. Dann folgen wir schon nach Minden. Okay. Ist auch okay. Ist okay. Al-Arish gewonnen. Bist du wahnsinnig? Wir haben 1600 Leute verloren und er hat 50.000 verloren. Autsch. Oh, die Japaner sind noch hier. Ist das cool. Auch noch Shamal Scheik. Mal schauen, ob wir das da auch besiegen können. Sollte eigentlich machbar sein. Eine Burg auch gewonnen. Gut. Wieso erobern die Abenra nicht? Frage ich mich gerade. Sollten die das nicht schaffen? Sehr gut. 6000 Deutsche, Osmanen. Kinsianische Ökonomie, sehr gut. Technologie, nein, das wollen wir nicht, da gibt es Hyperinflation, das machen wir ganz am Schluss. Kurz gewonnen. Gut, Schwerin angekommen. Sehr gut. Machen sie 51.000 Briten hier.
Huch. Woher kommen die? Wo gehen die hin? Ah, verdammt. Schaut man einmal nicht hin und schon passiert sowas. Ärgerlich. Schlacht von Janina wurde auch geschlagen. Sehr gut. Na gut. Vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich trotzdem Schluss machen für heute. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.